Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE Velario in Karlsruher Hauptbahnhof und ja, ich werde das jetzt hier einfach mal starten und beziehungsweise hier ist unser Zug. Schauen wir mal, was uns erwartet. Guten Morgen. Die Beschränkungen lassen mehr und mehr nach und die ersten Bundesländer haben Herbstferien. Das sehen viele als Anlass, einige Tage in Paris zu verbringen. Dies zeigt sich auch am heutigen Fahrgastaufkommen. Das schlechte Wetter hält die Leute jedoch nicht auf. Dein Zug ist gut besucht und er wird in Straßburg wohl noch voller. Du fährst heute im strömenden Regen und Nebel den ersten ICE nach Paris, auf dem Abschnitt von Karlsruher Hauptbahnhof nach Straßburg. Im Kilometer 72,7 befindet sich eine Langsamfahrstelle für 20 km/h, da dort der Bahnsteig neu gemacht wird. Sei also besonders wachsam. Die Langsamfahrstelle ist durch LF-Scheiben gekennzeichnet. Mache nun erstmal deinen Zug abfahrtbereit und lasse die Fahrgäste zusteigen. Abfahrt ist um 8.06 Uhr. Gute Fahrt. Ja, da werden wir erstmal die Türen öffnen, würde ich sagen. So, wenn es mal wirklich umschauen, würde ich sagen. Der ICE1 fährt ab. Beziehungsweise, ja, ICE1. Gut zu erkennen, er hat keine Bugklappe. So, unser Zug war das nicht. Das heißt, irgendwo da. Ein schöner Süwex. Auch als Stadler Flirt 3 bekannt. Hier sind unsere Zielanzeigen. Dieser Zug, der jetzt gerade abfährt, und der CE1 fährt nach Berlin-Ostbahnhof. Und dieser RE4 hier neben uns fährt nach Frankfurt-Main Hauptbahnhof. Und wir werden hier auch Zugzielanzeiger. Herrgott. Hier oben steht unser Zug. Straßburg, Paris, 8.06 Uhr Abfahrt. Und da steht noch ein schöner RE6, der nach Neustadt Hauptbahnhof abfährt. Pünktlich, würde ich sagen. Auf die Minute. Und was für ein Pfeffer der gibt. Ja, Halleluja. Ist ja Wahnsinn. So, wir haben aber auch gleich Abfahrt. Oh, wir müssen unseren Zug ein wenig aufrüsten, würde ich sagen. So, Spitzenlicht. Zack. Soweit alles vorbereitet sein. Spitzenlicht brennt, wunderschön. So, wir werden uns hier mal ein wenig positionieren und dann gleich die Ausfahrt genießen. So. Wunderbar. Türen gehen zu. Wir lösen die Bremse. Und schalten langsam auf.
Fahrgäste, wir begrüßen auch die in Karlsruhe Hauptbahnhof zu bestehenden Fahrgäste im ICE 9568 nach Paris. Sehr geehrte Fahrgäste, sollten Sie noch nicht gefrühstückt haben, so finden Sie in Wagen 26 zwischen der ersten und zweiten Wagenklasse unser Bordrestaurant, wo Sie dies nachholen können. Das Team des Bordrestaurants freut sich auf Ihren Besuch. Sehr geehrte Fahrgäste, weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Fahrt. Bitte halten Sie sich auch an weitere hygienische Maßnahmen, um das Coronavirus weiterhin einzudämmen. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt ist Straßburg. Ja, wie ihr vielleicht wisst, gilt das Tragen der Maske immer noch und so auch in unserem Zug, selbstverständlich. Und ja. Daran muss man sich einfach halten, auch wenn es nervig ist, aber so ist es halt. So, da kommt uns ein schöner IC entgegen. Wunderschön. Mit samt Steuerwagen. Ordentlich keinen Verkehr gefahren. Im Übrigen kommt dieses Szenario von dem liebenswerten Malte Jensen, der dieses Szenario gebaut hat und kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Dafür recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Szenario. Kurz, aber knackig. Und wir fahren jetzt lockerflockig nach Straßburg. Eine gute Dreiviertelstunde, etwas mehr. Und schau mal, was uns jetzt hier so erwartet. Ich hoffe, ich kriege das mit der 20 km/h-Stelle, dass ich das rechtzeitig sehe. Oder heißt es Signale überwachen? So, wir dürfen 160 fahren, wenn wir ein bisschen beschleunigen. Grüße an dieser Stelle auch Ozeanik 1914 fürs Zusehen. Ich hoffe, du kannst mich verstehen. Schreiben kann ich dir jetzt gerade leider nicht. So, unser Thumbnail haben wir dann auch schon soweit. Was stand da in der Beschreibung der Einweisung? 72 noch was, das heißt, sollten wir jetzt, glaube ich, eigentlich ein bisschen langsamer werden, oder? Weit nach den 72 Kilometern, kurz vor Paris. Ich würde sagen, kurz vor Paris.
da habe ich mich jetzt etwas verwirren lassen. Nichtsdestotrotz kommen wir immer noch relativ pünktlich, würde ich sagen. Fahrgastkabine aus. Relativ leise. Wer von euch ist denn schon mal mit dem ICE Velario gefahren? Also ich persönlich bin noch nicht damit gefahren und wäre auf jeden Fall auch noch eins meiner nächsten Ziele, mal damit zu fahren. Also ICE4 habe ich jetzt hinter mir, ICE2. Was mir noch fehlt, ist ICE3, ICE Velario und IC1. Also das sind auf jeden Fall die drei, die ich noch, womit ich noch fahren möchte auf jeden Fall. Mal schauen, was sich noch so ergibt im Laufe der Zeit. Das ist schon mega. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen IC und ICE ihr schon gefahren seid. Würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, da haben wir unsere erste Beschränkung. 120. Was kommt uns da entgegen? Güterzug oder IC? Güterzug. Gespannt, ob wir in diesem Szenario noch schneller als 160 fahren dürfen. Also, würde mich jetzt interessieren, ob das noch kommt. Schöne hübsche 218. Diverse Güterloks.
abschalten hier, nicht zu langsam werden. Dann gleich wieder hoch auf 160. Jawoll, jetzt geht's gleich aufwärts. 250 Meilen. So langsam kommen die Geschwindigkeiten. Wunderschön. So, und zack. So, 2:30 haben wir gleich. So, 248, 249, ich denke, das wird reichen. Ich glaube, genau 250. Das ist nicht so schlimm, wenn man das nicht hinkriegt.
sehr bewölkt heute, wenn man da mal so guckt. Ich würde nicht hoffen, dass es doch anfängt zu regnen, obwohl ja in der Einweisung stand, dass es neblig sein soll und strömender Regen sein soll, aber ja. Davon ist bis jetzt überhaupt noch nichts zu sehen. Eine unglaubliche Geschwindigkeit, 250 km/h. Also wenn man da jetzt eine Vollbremsung hinlegen müsste, also, da würden einige mindestens 2 km oder 1 km brauchen, um zu bremsen oder zum vollständigen Stillstand zu kommen. Mein Gott, heute aus. Also es ist schon eine ordentliche Geschwindigkeit. Kann man nicht anders sagen. So, mittlerweile sind wir schon bei 33 km angekommen. Und es sind jetzt noch gut 20 Minuten, bis wir in Straßburg sind, also circa. Und ja. Beziehungsweise das ist eigentlich nur noch eine Viertelstunde. Sehr einfaches, ein sehr unspektakuläres Szenario, dafür mit sehr viel KI-Verkehr und mit Ansagen. Also an sich sehr gelungen, ich finde. Nicht zu lang, nicht zu kurz und ja. Leider ist das Szenario bedingt ein bisschen am Lecken bzw. am Stottern. Ich weiß nicht, ob das nur an dem Szenario liegt oder im Spiel selber. Aber
Das ist jetzt gerade nicht zu ändern. Naja. Wollte ich doch gar nicht. Bin ich doch ein wenig über die Geschwindigkeit, ein ganz klein bisschen. Aber alles noch mal gut gegangen. Puh! Das war sportlich. Das hätte auch böse ins Auge gehen können. Aber es ist gerade nochmal gut gegangen. Zum Glück ist das nur ein Simulator, weil im echten Leben hätte ich jetzt mit Sicherheit eine Zwangsbremsung gehabt. Garantiert, hundertprozentig. PZB bedingt. So, Civil Warp ist mal wieder 140. Aber der hat gute Bremse, muss ich sagen. Also von 250 runter auf 100 in ein paar Minuten. Nicht schlecht, der Specht. Die armen Fahrgäste. So, ich hoffe, das war jetzt ein wenig Action. Oder Action genug für euch. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall wach. Morgen. Und, ja. Mir hat's gereicht. Junge, 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 Junge. Thank you.
gleich nur noch 10 Kilometer bis, beziehungsweise, ja, in Straßburg selber sind es dann noch 17 Kilometer. Gut 10 Minuten bis jetzt, dann sollen wir da sein. Aber es kommt dann noch diese berühmte Langsamfahrstrecke, wo wir nur mit 20 km/h fahren dürften. Die soll ja jetzt auch bald kommen. Das bringt jetzt eigentlich auch nicht viel, da jetzt großartig zu beschleunigen. Weil er ja schon wieder 100 kommt. Von daher bleiben wir jetzt einfach mal knapp 120 und bremsen dann gleich runter. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, dann haben wir die 10 Kilometer gleich erreicht, die es dann nur noch sind bis Paris, beziehungsweise nicht Paris, sondern Straßburg. Aber er kann es erkennen. Sind wir schon im französischen Raum? Was sagt ihr?
So, wir bleiben aber geschmeidig bei 110, weil das hat jetzt keinen Wert, da jetzt groß aufzuschalten. So, wir befahren wir gleich auch schon Krimeri, Leino, oder wie es auch immer ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Krimeri. Könnt ihr euch selber einen Reim draus drauf machen, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ob es Krimeri, Leino, oder Minö, oder Krimeri, Minö, keine Ahnung, ich bin kein Franzose, ich kann auch kein Französisch. Zumindest nicht sprechen. Ich glaube, da vorne kommen jetzt gleich jede Menge Geschwindigkeitsbeschränkungen. Natürlich wie alles auf einen Haufen. Das ist da jetzt Sache. Ich werde dann einfach mal 60 fahren, würde ich sagen. Die TGVs stehen hier Schlange. Wunderschön, wunderschön. Wird da angezeigt. Dann wollen wir mal auf 30 runter. Ich mir das nicht vorstellen kann, aber es stand ja ganz klar 30 auf dem Schild und wollen wir mal schauen, ob das so kommt.
Ja. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir pünktlich unseren nächsten Halt Straßburg. Dort haben Sie Anschluss an den Regional- und Fernverkehr. Für weitere Informationen zu Ihren Anschlusszügen beachten Sie bitte die Fahrplanaushänge und Lautsprecheransagen am Bahnsteig. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass dieser Zug nicht mehr zwischen Straßburg und Paris hält. Sollten Sie also ein anderes Reiseziel 60, haben, dann steigen doch 30. Straßburg um. Doch richtig. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Straßburg aussteigen werden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, damit hätten wir es geschafft, würde ich sagen. Pünktlich und ohne größere Fehler in Straßburg angekommen. Ein wenig Action hatten wir auch noch drin, also rundum gelungen. Ein sehr, sehr schönes Szenario. So, hier noch die schöne Weiche mit. Gucken wir uns das mal von draußen an. Wunderschön. Wunderschön. So, dann warten wir noch, bis wir komplett im Bahnsteig drin sind, beziehungsweise im Bahnhof. Der Zug komplett am Bahnsteig steht und auch alle Fahrgäste ein- und aussteigen können. So, ich denke, das reicht. So, wir öffnen die Türen. So, das war es erstmal mit dem Szenario. Vorerst. Aber da das ja ein wenig kurz war, würde ich sagen, ich schmeiß noch eins hinterher. Freut euch drauf. Und ja. Ich werde mal schauen, was ich gleich noch spielen werde. Fürs Erste war es das von mir und auch mit diesem Video. Ich wünsche euch noch ein richtig schönes Wochenende. Bleibt sauber, bleibt mir treu, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Für alle die, die neu auf meinem Kanal sind. Abo nicht vergessen. Und ja. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Ciao, ciao. Da ja die Übertragung noch weiterläuft, beziehungsweise das Video, würde ich sagen, können wir noch ein bisschen quatschen. So, machen wir es doch folgendermaßen. Fährt der eigentlich hin? Steht nicht dran. Schade eigentlich. Steht das bei uns denn dran? Unterwegs mit Ökostrom, das ist sehr schön, aber es steht leider auch nicht dran. Zugzielanzeiger ist nicht vorhanden. Nein. Kann ich alles haben? Tja, wer das
übersetzen kann. Viel Spaß, ich kann es nicht. So, damit ihr noch ein wenig Hunger kriegt. So ein richtig schöner, leckerer Cheeseburger. Wunderschön, oder? Ah, guck mal, hier nochmal aus der Nähe. Herrlich, wunderschön. Da die TGVs. Schaut euch das an. Wunderschön. Wer sich liebt, der küsst sich. Kann man nicht anders sagen. Was ist das da oben? Soll das die Sonne sein? Ja. Oder ein schwarzes Loch. Man weiß ja nie. Soll das sein? Beanly? Also ein Apfel ist das nicht, da sind wir uns einig, ne? Aber so Apple ist das nicht. Beanly, neuer Smartphone-Anbieter. So, wann hat der Zug hier Abfahrt? 8.47 Uhr eigentlich. Das heißt, es dürfte sich nur noch um Sekunden handeln. Da haben wir es doch. Das war eine gute Fahrt. Ab hier übernimmt ein französischer Kollege und fährt weiter nach Paris. Du fährst mit dem Gegenzug wieder zurück nach Karlsruhe. Ja, und damit sage ich jetzt endgültig bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haltet die Ohren steif, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Euer der Dennis Spieters. Ciao, ciao.